Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrapbackin'! Sehr schön, dass ihr mir angeschaut habt. Genau, wir sind uns geil. Ich bin auch in der Schwimmen. Ja, sind ja jetzt mal hier Planschbecken gemacht. Ja. Und heute bauen nicht wir, sondern ihr habt was gebaut. Juhu. Und zwar einmal Enoball hat hier eine wunderschöne Kollektion an Häuser für Sky City gebaut. Bum, 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 bum. Das sieht mal richtig cool aus. Okay. Und das ist nämlich ein ganzer Batzen. Gespannt und es leckt. Ja, nur kurz, während es berechnen muss. So, dann müssen wir hier einmal hier abmachen. Was ist da los? Auf meinem Bach. Oh, mit Blümchen. Oder warte mal, wir holen uns das dann nach. Ne? So, also wir haben hier einmal ein Häuslein. Ein süßes kleines Häuslein. Ach ja. So. Was machst du denn da? Der Hund will. Mensch. Entschuldigung. So, dann haben wir hier eine schöne Herdplatte. Oh, das ist ein Kühlschrank. Das ist auch cool mit der Glasfront. So, warte auf mich. Wo bist du? Achso, hier. Oh, eine kleine Terrasse zum Rausgucken nach Sky City. Und hier ist ein Bett. Balkon. Ja, super. Das ist ja genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss auch noch schnell gucken. Kochen, Kühlschrank. Schön klein, alles oder, da. Nee, Kühlschrank oder Regale, wahrscheinlich Kühlschrank. Und zack, hoch und das ist ja echt süß hier. Balkon, putzig, Blumenkästen und Bett, Schuhe, Quietscheenten, alles da. Ist ja echt alles da, was man braucht. Voll schön. Juhu! Mach mal nur. So, wie groß ist es? Das ist so mittelhoch. Das ist die Frage. Du musst irgendwo. Wobei. Ist auch nicht wirklich höher als das hier, gell? Ja, doch schon ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Also irgendwo so zweite Reihe oder so. Ich würde es auch zweite Reihe mit dem Rücken hinstellen oder so. Ja. So. Das ist eine Idee und dann könnte man hier wieder so einen Weg durchmachen. So. Dann packe ich das da und dann pflanze ich den da so schön dran. So. Sehr süß. Schon, oder? Ja. Von hier hinten sieht man auch das Häuslein. Wie weit habe ich jetzt überall die Wege jetzt immer gemacht? So drei. Jetzt kommen die Mücken raus. Ekelhaft. Vier. Und das waren jetzt. Das ist so eine Frage. Sollen wir es in den Boden versenken? Das würde eigentlich Sinn machen, so. Oder? Ja, stimmt. Wegen der Wiese, gell? Außerdem sparen wir dadurch eine Menge Blöcke. Nimm mal deinen Lift. Soll ich es wegstellen? Nein, du sollst es bereit sein und um so es zu nehmen, weil es ja, könnte okay sein, dass es durch den Untergrund fällt. Oh, was ist denn jetzt? Hä? Wenn mich jetzt so geschubst. Mein Lift? Also, so. Sag dann Bescheid. Okay, jetzt der nächste Block ist entscheidend. Achtung! Und? Okay, noch nichts passiert. Oh Gott! Warte, sag mir Bescheid! Achso, wegen dem Lift. Steht der im Weg? Ja, der steht warte im Weg. So. Warte, warte, ich. Okay, ich bin bereit. So, Achtung! Ja. Und? Ah, Gott, Halleluja. Sehr gut. Okay, kannst du abliften? Da sparen wir nämlich auch eine Menge Blöcke. Ja, klar. So, und es sieht auch besser aus. Sehr gut. Schön. So, dann hole ich mal das nächste. Ja, ich mache mal hier die Lücke wieder zu. Zack. Ich würde sagen, das ist auch ein Häuschen oder ein Geschäft. Sehr interessant. Nee. Ich komme gleich. Hier. Ein Super so Shop ist dies. Ein Super Shop. Aua. Mhm. Da gibt es alles Mögliche. Waschbecken, so eine Art Baumarkt oder so. Ja. Wo willst du das hin haben? Ja, gute Frage. Wir könnten es in die Nähe von, von der Werkstatt stellen oder so. Das ist nicht eigentlich eine gute Idee. Machst du ein Loch? Ein Loch? Ja. Ist das eine 16x16. Okay, also einfach einmal. Okay, daneben einfach oder wie? Ja, wie du willst. Hat das einen Boden, ja, gell? Ja. Okay. Ja, was hältst du davon, wenn man das. Braucht die Werkstatt hier noch so einen kleinen Hof oder so? Ja, schon ein bisschen, oder? Okay, dann machen wir es irgendwie. Viel gibt's nicht. Wir brauchen ja den Platz. Hast du es ganz nach hinten? Ja, schon. Ne, hier ist noch eine Lücke da hinten. Ja, gut. Wie tief ist das? Geht. 16x16. Ja. Achso, ja, ja. Also so, ja. Ja. Dann mach ich das jetzt da rein? Ja, mach da rein.
So. Tada! Das sieht doch gut aus. Hier so einen Zaun rumbauen um die Werkstatt oder so. Oder so. Ja. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So. Okay. Also ein super cooler Baumarkt mit allen Utensilien, die unsere Stadt Mini-City braucht. Das ist nicht Mini-City, das ist Sky City. Sky City, Entschuldigung, excuse me. So, und dann haben wir hier noch einen Park mit Bäumen von dir, glaube ich. Und eine schöne Parkbank und einen Mülleimer, ganz wichtig. Cool. Ja, da können wir doch gleich mal gucken, dass wir das hier noch irgendwo mit anbringen. Ja, so rein integrieren. Ja, bei dem See wäre ja eigentlich ganz cool. Ich habe hier jetzt natürlich schon lauter Schrauben hingemacht. Wie wär's damit hier so die Ecke hier? Ja, das können wir natürlich auch machen. Ich will den Park nur nicht zu groß machen, aber das wäre natürlich, bietet sich hier eigentlich so ein bisschen an, ja. Zack. Ja. Da würde ich es direkt hinmachen. Ja, gut. Da könnte man noch so eine kleine Pseudobrücke über den Fluss machen. Mhm. Ja. Jetzt mal den Weg hier so nach vorne und dann hier so die Brücke hier rüber. Ja, das hier ging so ja eigentlich. Und dann ist der Weg jetzt genau, ja, warte, das ist cool, das ist cool. 1, 2, 3, 4, genau hier so. 1, 2, 3, 4, genau, das ist der Weg genau hier. Gut, also ist so weit. So. Oh, das ist cool, das ist süß. Voll im Schatten, so die Bank. So ja, das ist cool. Sehr süß. Voll schön. Soll ich dann nur mal gucken? Jetzt hat er natürlich genau die anderen Schrauben benutzt wie ich, aber ich glaube, so schlimm ist das nicht. Nein, ist es fällt nicht. Fällt nicht so sehr auf. So. Süß. Tada! Super aber cute. Er hat das gleiche Grün benutzt wie ich, das finde ich cool. So das ist SS. Super okay. Cute. Mhm. Hier tatsächlich ein kleines Stück kleiner den Weg. So, ein bisschen schmaler. So. So, dann haben wir hier noch so einen kleinen Stadtbrunnen. Cool. Ja, genau, den Brunnen, stimmt, habe ich auch schon gesehen. Der ist auch voll süß. Ja, wie wär's dann irgendwo so... Nähe Bahnhof oder so, hä? Ja, entweder am Bahnhof oder hier so, da wo man die Treppe hochkommt. Auch so in der Mitte so von ja, hier vielleicht so, hier. Ja. Warte, machen wir hier den kleinen Grünstreifen noch lassen, aber hier so. Ist der auch 16x16? Ja. Ein bisschen kleiner? Sind alle 16x16. Achso, okay. Hat er gut gemacht. Mhm, sehr gut. Hä? Habe ich vielleicht eine Reihe zu weit? Hinten, machen wir mal hinten zwei Reihen weg irgendwie. Oder eine Reihe. Hier, ich glaube, ich habe nicht ganz nach hinten gemacht. Da ist es nicht rechteckig gewesen, ja. Oh, das war eine zu viel. Ja. Oh, jetzt leckt's. Die Mühle. Die ist kurz ausgeflippt. So, ja, das ist doch schön. Das passt doch super dahin. Sehr gut. Die Reihe wieder grün. So, süß. Und jetzt haben wir noch ein kleines Hochhaus. Und ich habe mir den Boden noch gar nicht so richtig angeschaut. Cool, mit den Hufen als Dings. Ja. Süß. Als Sprinkler. Ja. Das cool. Wasser rauskommt. Schau mal, wie süß das aussieht. Ja, das sieht super aus. Toll. Da freue ich mich schon. Nachher müssen wir auf den Turm da hoch. Und wieder runter gucken und ja, unseren unbedingt. Screenshot machen. Stimmt. So, wo bist ja, du da, das Hochhaus? Hochhaus. Mhm. Das ist aber niedriger als das hier, gell? Ja. Ich würde es vielleicht so in der Reihe oder so ja, hinstellen, irgendwie hier meine so. Meine Befürchtung ist nur, gut, man kann es ja im Notfall alles wieder abschweißen. Das stimmt. Dass das halt irgendwie, damit hier nicht so eine riesen Lücke dazwischen ist dann. Ja, da findet man schon was. Ich würde es hier hin machen mit Richtung dahin. Ja, mach einfach mal. Wie gesagt, man kann es ja jederzeit wieder abmachen und neu setzen. Das stimmt. Weil am sinnvollsten ist natürlich, wenn man es vom Platz her, dass man von innen nach außen baut, aber das ist jetzt schwierig, wenn die Leute Sachen von außen bauen. Jo, achso, reingucken will ich natürlich noch. Stimmt, reingucken sollte man vielleicht kann. Noch. Ja, kann man. So, da ist auch nicht viel drin. Es eigentlich sieht nach einer leeren Hülle aus, macht genau. Aber nichts. Oh, oben ist ein Computersitz. Aha, cool. Na, der ist ja witzig, der PC. Ja. Maus, Tasse, alles da. Könnte so eine Art Fernsehturm sein. Ja, ein bisschen. Cool. Schön. Sehr gut. Okay, aber das war nicht alles. Oder so ein Bürogebäude oder so. Ah, ja. Wir haben noch mehr. Ja, wir haben oh, noch ein bisschen mal, wie süß das ist mit dem Balkon. Ja, das ist wirklich, also das ist wirklich ein super schönes Häuschen. Auch die Blumen hier, das finde ich eine süße Idee. Hat er gut gemacht. Ja, da wirklich sehr. Hier haben wir eine Polizeistation von oh, Timo Hicks. Cool.
Auch nicht schlecht. Die ist, glaube ich, 2x16. Mhm. Schau mal kurz. Ja, 2x16, also in der Breite. Die würde ich jetzt spontan auch da an den Rand stellen. Ja, zur Werkstatt irgendwie. Ja. Man könnte es ja auch so machen, dass der Weg hier so in die Richtung reingeht. Ja, klar, zieh dir den Weg. Ich habe den jetzt immer 4 breit gehabt, den Weg. Weil es im Endeffekt auch wurscht ist. Nee, ich meinte, vielleicht so reinstellen. Mhm. Das ist ein bisschen. Was kommt dann in die Ecke da hinten? Das weiß ich noch nicht. Okay. Vielleicht ein Pseudo-Hochhaus. Ja, das ist eine Idee. Ich brauche noch eine Reihe nach hinten weg. Hier hinten? Ja. Oder sogar. Mist. Ah, ich glaube, ich brauche sogar 2. Oder 3. Ich glaube, es sind sogar 3 rein. Also 3. Juhu, damit ich mehr zu tun habe. Da, da, da. Da, so. Da, da, da. Ja, das passt. So. Polizei. Genau, dann, wenn man hier mit der Straßenbahn hier so rüberkommt, dann sieht man da gleich Polizei. Mhm. Hier so eine Werkstatt und Baumarkt oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und mit kleinen Zellen. Eines offen, eines und das ist auch zu. Schön, cool. Weil man die nicht auf und zu machen kann. Ja, ja. Die sind einfach nur so zur Zierde. Voll cool. Da liegt, da liegt sogar eine. Oh, mit, so ein Goku. Mit Gefangenenanzug. Cool. Deswegen ist die auch zu. Das ist eine geile Idee. Nicht ja, schlecht. Klasse. Cool, cool, cool. Schön. Cool. Von Timorix. Dankeschön. Okay, was haben wir noch? Oh, da kommen noch ein paar Sachen. Ein normales Haus von Skycreed. YouTube. Nur für Xaug LP und Fans für Xierlin. So. Oh, das ist ein bisschen aufwendiger, habe ich das Gefühl. Ja, guck mal, da sind ganz viele Bearings. Ah, okay. Dann, also da bin ich, wäre ich schon. Schon von dem Absetzen her hat es schon ein bisschen geleckt. Okay, vielleicht können wir ein bisschen was entfernen. Ich würde die Tür abmachen, ja. Tür abmachen, okay. So, was ist das? Jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Ein normales Haus. Ein Haus, okay. Mit X am Fenster. Genau. Ich meine, wir könnten hier dann irgendwie einen Parkplatz oder so ein bisschen hinmachen. Ja, genau, so das ist eine gute Idee. So. Ist zwar eigentlich Quatsch, weil wir keine Autos haben, aber egal. Okay, also das Haus hat schon ein bisschen viel Technik. Eieiei. Ei, ei. Sehr, sehr, sehr viel Technik. Ach, der Jemini. Da weiß ich gar nicht, was ich wegmachen darf. Was sind wir denn hier? Ah, da ist ein Lift. Was ist das hier? Der Schalter ist nicht angeschlossen. Das ist schon mal gut. Und da ist noch mehr Lift. Okay. Ja, also, ist hübsch. Ja, hübsch. Aber für was die ganze Technik hier? Achso, da an der Seite. Hey, da sind so. Was ist das? Hm? Achso, da soll. Was mache ich denn da? Ah, da kommt so Xarok Herz. Xaro plus Xaro. Oder Xierlin. Ja. Xaro plus Xaro. Ja, ja genau, Entschuldigung. Das wird's heißen. Mein. Das wird's heißen. Ach, Mann. Xierlin wieder. Bist du vollkommen. Nein, nicht wirklich, aber nicht so selbstverliebt wie du. Du bist so vollkommen. War aber nicht. So, jetzt. Jetzt hat's Parkplätze. Irgendwie immer noch unterschiedlich. Oh, jetzt habe ich den Lift kaputt gemacht. Du hast den Lift kaputt gemacht. Ja, das ist so, das ist ja, das ist viel zu viel Technik. Was machen wir denn da? Hausaufgabe? Noch korrigieren. Das mit dem. Das ist zu viel. Das mit dieses Leuchtding finde ich ja voll süß. Ja, musst du einzeln einschicken. Ja. Aber die Tür ist halt schon ziemlich heftig, so die klappt nicht nur einmal auf, sondern mehrfach zusammen irgendwie so wie eine Falltür. Dann hier irgendwie ein Lift, gut, der eine Lift ist okay, aber dann ist hier noch ein Lift und da drin sind auch noch, wenn ich hier das hier hinstelle,
Und dann hier den Verbindungstool macht, der ist ja alles voll. Mhm. Das ist zu viel. Und wenn ich es jetzt absetze, dann leckt's. Ja. Das ist zu viel. Too much, too much. Am besten. Schön, aber zu viel. Am besten nochmal korrigieren und für Sky City eine kleine. Optimieren. Version. Minimieren. Ja. Schau mal, hier schon voll die Skyline. Schau mal. Ja, das ist cool. Mega geil. So, das. Was? Turbino, Sky City Haus. Achso, das ist an das Haus angelehnt von das, was ich für ein Sips schon gebaut habe. Aha. Oh, das ist aber auch schön hier mit den Blumen so ein bisschen. Ah, hier hat hier drin noch ein bisschen was gemacht, okay. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Mhm. Das könnten wir jetzt entweder dazustellen, wie es ja oft in so einer Stadt ist, oder extra an eine ganz andere Stelle. Zum Beispiel hier oder so. Ja, wie du magst. Ich weiß auch nicht, was meinst du? Ja, hier wäre mal vielleicht nicht schlecht, noch so ein Häuschen hin, oder? Baust, hier vielleicht. Mal, ich mach noch schnell einen Weg. Warte. Ja, vielleicht eins, hier so, oder? Was, wo? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mach du mal. Ja, ich mache jetzt erstmal nur hier einen Weg. Um den restlichen Park rum. Ja, mach da hin. So. Achso, hier können wir keinen doppelten Boden. Also, da müssen wir Beton lassen. Achso. Wegen den Kisten und so. Gut, man könnte natürlich die auch vergraben. Achso, wie haben wir es denn bei dir hier gemacht? Aha. Ja, deswegen. Irgendwie ebenerdig. Wie schaut es denn bei ihm aus? Achso, nee, einfach oben. Achso, da ist so eine Kante. Wie war es denn hier? Ja, doch, da ist halt dann wie so eine Stufe. Da haben wir es einfach oben drauf gestellt. So, ja, ich Ja, weiß das können schon. wir auch machen, ja. Geht auch. Oh, achso. Das geht natürlich auch. Schau. Sieht auch gut aus. Jetzt ist nur Der Weg ein Weg bisschen. vorne rum ein bisschen sehr schmal. Naja, dann machst du halt hier so eine Kurve hin. Ja, Muss ja nicht okay. alles eckig sein in dem Spiel. Ja, wieder wahr. Schön. Ist von Turbino übrigens, genau. Genau, habe ich sogar vernommen. So, ich schau nochmal hier unten durch. Du. Das ist nicht, das ist auch nicht. Genau, ich hatte mal irgendwann mal irgendwas abgesichert, was mir mal jemand so gegeben hatte. Mal gucken. Ah ja, und dann haben wir ja das noch. Machen wir erstmal das hier. Und zwar von Call Jack Zockt. Hier uns auch ein schönes Häuschen geschickt. Ich gucke gleich, wo ich da so war. Ja. Mit Tür. Schalte, ah, da. Okay, Hey, großes Bett mit wieso kenne Bar. ich das? Was? Irgendwie kenne ich das. Du kennst das? Ja, irgendwie habe ich das letztens irgendwo gesehen. Echt? Muss sein, dass er uns das gezeigt hat, als wir das Krankenhaus gebaut haben. Das kann schon gut Jo, möglich sein, wieso ja. komme ich hier Wie nicht hoch? gesagt, Ich komme hier nicht hoch. Hä? Wie bist springen du? und ducken. Ja, mach ich doch jetzt. Und da oben ist der Schalter. Ah. Das kann sein, dass er das beim Krankenhausbau hingestellt hat, weil, wie gesagt, Ja, wie das hat er hat mir jemand gesagt. so gegeben. Ah ja, dann war das da, genau, okay. Ja. Weil ich mir noch gedacht habe, okay, Klo, Klobürste, Tisch, was? So, das würde ich vielleicht zu dem anderen daneben stellen hier. Ja, Oder? oder wie hoch ist das? Das ist schon fast ein bisschen höher. Du machst doch nichts. Ja, meinst du, das würde. Ach so, du bist hier hinten. Ja, da wollte ich es hinstellen, genau. Ach so, Wollte ich ja. jetzt auch gerade sagen. Gut. Dann sind wir uns ja einig. Ja, da sind wir uns tatsächlich einig. Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Seltenheitsfaktor zu hoch 10. Ja, Quatsch. So, okay, dann mache ich jetzt hier. Irgendwo passt es nicht. Kannst du vorne eine Reihe mal wegmachen? Ja. Bin nicht ganz sicher. Ah! Du musst hinten wieder eine hinmachen, weil das Dach Ah. im Weg ist sonst. Ja, das wäre ja sonst eh direkt an dem anderen Haus dran.
Ja, dann müssten wir noch eine machen, sonst ist es da dran. Ach so. Dann musst du vorne noch eine wegmachen. Ja, wow, oh Gott. Also nicht runterfallen. Ja. Da fällst du tief. Ja. So. Genita. Jetzt kann ich nicht. Genitiv ins Wasser, da tief. Ja, genau. So. Tada! Mal gucken, was hat hier sogar ein Gulli? Ja gut, da ist halt die Technik drin. Mal Tür zu. Kann ich auch selber machen. Die können wir eigentlich wegmachen, finde ich. Machen wir weg. Ja. Ist sparsamer. Besser ist es. Dann kann man den Gulli wegmachen. Kein Gulli mehr. Schön. So, ja, dann kommen wir zum letzten. Also danke, Callcheck Zock. Und zwar unser das Sky Krankenhaus. City Krankenhaus, das wir mit, wem haben wir das nochmal gebaut? Devoli, Scrappy Tech, Xelien und Xaro gebaut haben. Das ist mal richtig cool geworden. Müsstet ihr das schon gesehen haben. Glaub, ja, genau, ich war schon draußen. Also das super coole Krankenhaus, können wir euch ja nochmal zeigen so. Sehr ressourcenschonend. Also man sieht hier vielleicht mal hier so ein paar Schalter, aber die ist wirklich sehr cool. Mit dem Licht haben wir hier sowas gemacht, mit diesen Blöcken hier. Die haben kein Licht oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Scrappy Texts Idee. Ja, genau. Cool. Hier mal einen kleinen Empfang. Lichtschalter und Radio. Empfangsbereich. Dann kann man hier drauf gehen und dann kann man hier den Schalter drücken, dann geht's nach oben. Das ist das Krankenzimmer Nummer 1. Hupe für Krankenschwester rufen. Dann haben wir hier oben noch so ein paar Fenster hingemacht, damit man so ein bisschen Licht hier reinkriegt. Sonst sieht das alles ein bisschen so komisch aus. Hier haben wir das kleine WC mit Spiegel und so. Dann haben wir hier noch ein Krankenzimmer Nummer 2. Auch überall so Ablageflächen und so. Also richtig, richtig schnuckelig schön. So. Okay, dogli, wo willst du das hinhaben, liebe Xelien? Ja, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, auch da Richtung Polizeistation und so, aber ich weiß nicht, wir könnten es. Ja, wobei das wäre eigentlich. Machen wir es doch hier. Ja. So wie das eine hier. Rücken an Rücken, meinst du? Ja, oder? Ja. Da können wir auch hier von mir aus die Lücke schließen. Oder man schaut, dass man mal ein Gebäude baut, das nach hinten lang geht. Ja. Dann machen wir es doch mal so. Das Einzige, was schade ist, dass man halt dann die Front von dem Krankenhaus. Na gut, wenn man einen größeren Platz davor hat, dann vielleicht schon. Was ist denn das für ein schiefes Ding? Das frage ich mich gerade. Oh. Ich weiß es auch nicht. Ja, wobei, wenn man hier vorne ein bisschen Platz lässt, dann geht schon, oder? Ja, man wird halt die Front nicht so sehr sehen. Ja, wie du willst. Ich weiß auch nicht. Können sie auch mitten in den Raum schmeißen. Na, mitten in den Raum nicht, weil dann hätte ich es halt so quer so hier hingestellt, aber. Quer? Ach so. Ja, ich weiß auch nicht. Stell's mal hin. Aktuell geht's nicht. Warum geht's nicht? Weil eine Lücke viel zu wenig. Ach so, du brauchst nochmal zwei Block rein, warum noch? Zwei nur sicher. Ja, ich glaube schon. Ich mach drei. Okay, wir brauchen vier. Und da ist Xelien von uns gegangen. Ja, also. Heute nichts mehr mit Xelien. Ich komme wieder, keine Frage. Ich bereite schon mal das Krankenhaus, würde ich vor. Danke. Gott sei Dank, die Betten sehen ja zum Glück sehr bequem aus. Aber hier das ganze Glas hier muss ich auch nochmal irgendwann austauschen. Eieiei, ich möchte das sehen. Das ist so hässlich. So hässlich. Hässlichkeit. Ja, Hässlichkeit. Upsi. Bitte was? Ich weiß ja auch nicht. Ich habe das Bedürfnis, das so gerade auszusprechen. Ich weiß nicht mal was. Klobürste. Okay, Klobürste, alles klar. Hässlichkeit, Klobürste. Bist du jetzt auch bald mal da? Ja, es ist halt weit oben. Es ist halt Sky City und nicht 3 Meter über City. Boden City. Nächstes Mal bauen wir Low City, oder? Ja. Unter der Erde. Wenn man das könnte, wäre witzig. Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Oh, das ist ziemlich groß. Wir könnten. Warte mal. Farbe. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Oh, das ist jetzt 6, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Es, jetzt ist eine Kirche.
So, ja, das finde ich eigentlich gut. Vielleicht aber eins weiter runter. Eins weiter rechts. Soll ich eins das, weiter rechts, ja. Soll ich es für dich machen? Ja. Das ist eins zu dunkel. Ja, ich sehe es. Das ist auch komplett. Ich will nur gucken, was du sagst. Ich lach dich nur aus, keine Sorge. Okay. So, ja. Aber muss ich jetzt ist eins zu weit rechts. Dann gibt's keine Mitte. Dann gibt's keine Mitte. Egal, das ist ja wurscht, aber ja. Machen wir es eins weiter runter, würde ich sagen. Eins, zwei, ja genau. So. So. Dann ist es wenigstens da mittig. Ja. So, jetzt sieht man von der Seite, da ist es auch ganz schön mit dem, hier sieht man in dem Wartebild, den ja. Eingangsbereich. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja. Das finde ich gut. Weiß ich nicht. So, bevor ich es aber vergesse, wir haben ja. Auch noch ein paar Geburtstagsgrüße. Geburtstagskinder. Ja. Nämlich am 22.08. hatte der Bärtvogel Geburtstag. Ja, spinnt der Vogel denn? Alter, alles Gute nachträglich. Alles Gute. Am 24.08. hatte der Zocker 88 Geburtstag. Ja, zockt der denn noch? So, alles Gute. Halleluja. Und am 24.08., das ist derselbe Tag, hat der Jonas Geburtstag. Was? Alles Happy Birthday Gute. To you. Entschuldigung, ich drehe gerade ein bisschen am Rad. Ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen übermüdet. So, und heute hat der liebe Tigo vom Tiger Enten Club Geburtstag. Happy ja, Birthday to you. Was? Alles Gute. Ah, es macht einfach so viel mehr Spaß, wenn man Blödsinn machen darf. So, und ja, wir haben... Verbiete ich dir das oder was? Nein. Okay. Und wir haben noch ein paar Grußwünsche. Und zwar einmal der Drain, dann Maximilian, der Mike, der Toilettensessel. Mann, muss das bequem sein, einfach nur laufen lassen. Dann haben wir die Maren, die Freundin vom Mike, den wir gerade auch gegrüßt haben. So, ja, ist ja wunderbar. Wonderful. Oh, das wird so schön hier. Ach, wir wollten aufs Hochhaus, gell? Ja, jetzt gehen wir noch aufs Hochhaus. Kann man da hoch zu Fuß? Zu Fuß. Eine Option. Was ist eine Option? Fliegen geht auch. Achso. Nur fliegen ist schöner. So, so, brumm, brumm, yeah. Wo bin ich oben? Nein! Nein! Du auch, oder was? Ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Achso, kann man so aufs Dach, oder? Ah. Nein! Oh Mann! Das ist ja hinterhältig. Wie funktioniert Wieso? Das Wieso? Ich kann doch auch nichts dafür. Ich bin auch runtergefallen. Hättest mich ja mal warnen können. Achtung. Attention. Warning. Warning. Danger. Danger. Falling Attention. Objects. Boah. Wie kommt man da jetzt hoch? Ich weiß nicht. Ich meine auf die Rückseite des Gebäudes sitze hin. Ja, besser ist. Ist vielleicht einfacher. So. Schön. Besser. Okay. Boah, das ist ja richtig voll geworden heute. Hä, hey, hast du diese Plattform da gerade gemacht? Ja, die habe ich gerade gemacht. Ist das nicht schön? Ich sehe nicht, aber ich schau mal bei dir, ja. Oh. Toll. Guck mal mein Bächlein. Ja. Das muss dann da noch runterfließen rechts. Ja, da muss es noch runterfließen. Cool. Schön. Oh, das Krankenhaus ist schon echt cool geworden. Ja, jetzt sieht man auch die Deckenfenster. Ja, das stimmt. Die Fenster. Die Deckenfenster. Ja, schon cool. Da die Mühle, da die Häuschen. Oh. So pretty woman. Was fehlt uns denn jetzt so noch? Was ist eigentlich noch, mit Cobras Bank zum Beispiel? Will eine Bank wäre schön. Ja, ja, sonst macht der Polizei so keinen Sinn. Hat er so eine große Bank gebaut, die zu groß war. Eine kleine Bank wäre cool. Und ein kleiner Laden mit so einem kleinen cool. Tresor. Sowas wie ein Bäcker oder... Bäcker, ah, nee, Bäcker ist ja da drin, stimmt. Aber Supermarkt vielleicht noch oder so Metzger oder irgendwie ja, so. Ja, irgendwie sowas. Was gibt's noch? Vielleicht so ein... Was ja auch voll cool wäre, so ein kleiner Zoo-Tierladen. Das wäre oh, da süß. Wo es kleine Häschen gibt. Ja. So, jetzt haben wir Kranken. Eine Feuerwehr wäre auch noch gut. So eine kleine Feuerwehr. Auch gut, ja. Was braucht so eine normale Stadt denn sonst noch so? Ein Rathaus. Ein Rathaus wäre auch nicht schlecht, so für die Mitte. Oder eine Kirche. Eine kleine Kirche, ja. Ja. So ein Kapellchen. Ja. Ja, solche Sachen, so als Anregung. Ja, das stimmt. Das wäre nicht schlecht. Eine Kirche wäre mega.
noch mehr schöne Wohnhäuser. Hochhäuser wären auch noch cool, da ist außenrum noch viel Platz. Ja. Gut, im Notfall haben wir hier diese Attrappe, die kann man ja beliebig umwandeln und andersfarbig machen. Das ist ja eigentlich ja, ganz cool so. Attrappen sind auch gut. Genau. Stimmt, einen Fernsehturm habe ich noch gemeint, vorletztes Mal, glaube ich. Mhm. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, wunderschön. Ja, wäre witzig. Also, liebe Leute, es läuft, es geht vorwärts und es macht Spaß. Und wir wünschen euch einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.